Ja, moin! Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch, zwei kräftige Seelen. Wir haben beim letzten Mal hier oben auf dem Waldberg die Quest von Lukas angenommen, die, nochmal wie heißt? Geben Sie mir bitte eine Minute Zeit, Fräuleins. Die Albtraumenthüllung. Und ich habe mich ja gefragt, hey, wo zum Teufel ist denn tief im Untergrund? Folgendes. Jetzt passen Sie auf, hören Sie zu, legen Sie sich hin, ansonsten fliegt Ihnen alles um die Ohren. Wir müssen für diese Quest den 8. Kreis des endlosen Infernos schaffen und, naja, wir haben im letzten Part gesehen, wie gut ich mich beim endlosen Inferno angestellt habe. Wir haben es gesehen. Deswegen ist die Frage des Tages, wollen wir das überhaupt machen? Haben wir da Bock drauf? Ich würde am liebsten noch mehr leveln, aber dazu fehlt mir leider die Zeit. Und, es muss doch in diesem Spiel eine einfachere Methode geben, schnell an Level zu kommen. Jetzt mal ehrlich. Das kann doch gar nicht sein, Mann. Egal. Wir gehen trotzdem da rein, Mann. Ja, Mann. Wobei, warte mal kurz. Wir sind noch ein bisschen zu früh. Ich wollte erstmal was kombinieren gehen. Und zwar wollte ich zum Tempel des wahren Pfades gehen. Und zwar im Blütenbühl, den Tempel. Weil ich dort etwas fusionieren wollte. Ja, ja. Passen Sie auf. Hören Sie zu. Es ist jetzt nichts Spektakuläres. Es ist einfach nur... Hi. Wir haben ja im letzten Part, oder wir haben besser gesagt in einem Livestream, sehr viele Heilkräuter gesammelt und die werden in das Stinkkraut investiert, damit wir wieder so ein bisschen schöne neue leckere Medizin herstellen können. Die Frage an euch wäre da, gibt es eine Möglichkeit, wie man an bessere Medizin kommen kann, die man viel zu fusionieren kann? Hau sie mal raus, sonst hau ich ihn rein. Ja, ja. Das muss theoretisch, oder? Es gibt bestimmt besseres Kraut, oder? Wenn man zum Beispiel Heilkraut mit einem besseren Kraut fusioniert, sollte da vielleicht auch was Besseres draus entstehen. Aber gut. Dann eben nicht. Ich kann da vielleicht gleich mal irgendwie gucken. Ich kann mich gleich mal hier durchs Menü zappen oder so, aber ansonsten, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles, was wir momentan hier haben, ne? Na, keine Ahnung. Also, Rezept. Ach so, die Rezepte stehen hier, die man auch schon geschafft hat, ne? Stimmt das? Ja. Hier werden quasi alle Rezepte angezeigt, die man schon mal geschafft hat. Und das ist jetzt ziemlich nice. So, was ich Ihnen zeigen will. Wir haben ja mal so eine alte Glocke bekommen und die können wir mit Hilfe der Talismänner hier aufstärken. Das heißt, wenn ich jetzt diese Glocke mit einem Stärke-Talisman verbinde, hat diese Glocke halt richtigen Stärke-Boost, mit Abwehr halt einen Abwehr-Boost, mit Tempo einen Tempo-Boost und mit dem Geistertalisman einen Geister-Boost. Das ist ziemlich nice. Kann ich ansonsten hier irgendwie fusionieren? Ja, ich könnte Knuffi-Wuffi mit Zungus fusionieren. Aha. Okay. Lohnt sich das? Mitch. Keine Ahnung. Naja, gut, dann, ja, pff, weiß ich nicht. Was machen wir ansonsten noch hier? Hui. Komm, wir haben genug palabert. So. Und das soll das Letzte sein, was wir heute fusionieren. Wir wollen natürlich ins endlose Inferno. Wir wollen den dritten Boss lösen und klatschen. Und das ist, glaube ich, die... Naja, wahrscheinlich die dunkle Variante von Captain Kenta. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wir können uns den Kampf einmal angucken. Wenn ich versagen sollte, dann cutten wir das direkt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann diesen Kampf geschafft habe, weil wir kriegen in diesem Part nichts anderes hin. Wir bekommen pro Part, wenn wir Bosse machen, nichts anderes hin als diesen Boss. Das ist halt einfach so. Weil wir da 20 Minuten dran hängen, diesen Boss zu schaffen, weil diese Bosskämpfe wirklich lange dauern. Ihr kennt das, ja? Und, was willst du machen? Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen gucken. Also ich habe trotzdem etwas aufleveln können. Ich habe Kai auf Level 43 noch trainiert. Und ansonsten, ja... Ihr seht, das ist ein bisschen besser als im letzten Part, aber das wird trotzdem nichts bringen, glaube ich, weil ich habe gehört, so mit Level 60 sollte man schon mindestens hier reingehen und da ja, naja, bis auf meine S-Rang-Yokai zumindest, also die meisten von denen, also Graf Karius, Schatten-Ato und, naja, Shogunyan, die sind alle unterhalb Level 60 und ich glaube, wenn sie Level 60 erreichen, dann wären die übertriebensten Killer. Gerade auch Shogunyan, der jetzt schon einen KP-Stand hat, einen Lifepoint-Stand hat, wie andere
jetzt zum Beispiel, gönnt euch das mal. Also Shibanyan hat jetzt 251 Lebenspunkte. Und ihr seht, Kai ist mit 20 Leveln drunter bei 226. Wie sieht das denn bitte aus, wenn Shogunyan 20 Level mehr hat? Hat er wahrscheinlich irgendwie schon 100 Life Points mehr als er. Das ist richtig krass. Ja, wir werden heute nicht nur hier im endlosen Inferno kämpfen, was das Zeug hält, und werden damit auch alle Gegner klatschen. Wir werden gucken, dass wir auch alle Truhen soweit finden. Es gibt hier wieder neue Truhen, und das ist das, was mich dann wieder so ein bisschen abfacken würde. Und zwar, wenn ich quasi alle Truhen einsammeln würde und dann zum Boss gehe, verkacke, sodass ich wieder alle Truhen neu aufsammeln darf. Wisst ihr? Warum stellt man hier nicht noch einen Aokai hin? So nach jedem Tor. Nach jedem Kreis, besser gesagt. Wieso macht man das denn nicht? Zum Beispiel, es gibt hier bestimmt jetzt eine Truhe, ja? Genau, was ist da drin? Eine mächtige Medizin, die wir bestimmt brauchen werden. Ich versuche sie mal nicht zu benutzen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Habe ich überhaupt noch mächtige Medizin? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja nicht mal mehr was zu essen hier. Sollte mal Essen einkaufen gehen, das wäre meine Idee. Wo habe ich denn jetzt hier die Medizin? Komm schon. Na? Hier. Ja. Krass, ey. Ich habe nur noch die fiese und nur noch mächtige. Ich habe keine bittere Medizin. Ich würde echt fast sagen, nachdem ich hier gewesen bin. Weil lass uns erstmal unten nachgucken. Nachdem ich hier die ganzen Truhen aufgemacht habe, gehe ich zurück irgendwie ins Einkaufsviertel und verkaufe was. Und schneid das dann und komme dann hier wieder mit vielen Items und Heilmöglichkeiten. Weil wir diesen Kampf ansonsten hier nicht gebacken bekommen werden. Das sage ich Ihnen. Nächste Truhe. Ärmel hoch. Mhm. Ich hätte andere Items jetzt vorgezogen. Aber gut. Aber ich muss sagen, bei Captain Kenta, er hat glaube ich, wenigstens von allen bisherigen Bosskämpfen, die wir hier gemacht haben in Endlosen Inferno, glaube ich, keine Phase, in der er sich schützt. Ich glaube, dass die Mitte uns zum Boss führt, deswegen, ich würde sagen, verschwinde ich mal von hier, speichere das ab und so. Wie auch schnell wieder rauskommen. Dann nehme ich euch Donnerm irgendwie ein bisschen zum Einkaufen mit, weil, wie gesagt, ich möchte Medizin kaufen, ich will ein bisschen was verkaufen. Ich habe ja ein bisschen was gesammelt offscreen. Weißt du, ich mache und tue offscreen ja ein bisschen was, aber das Spiel gibt mir nichts dafür zurück. Und ich sehe es auch nicht ein, 2 Stunden hier zu leveln, weil es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwie besser und schneller an. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Fangs? Ich habe das Gefühl, es gibt hier keine andere Möglichkeit, irgendwie schneller an Erfahrungspunkten zu kommen. Es gibt keine bessere Möglichkeit hier momentan. Das finde ich sehr kacke. Hätte man das nicht so machen können, dass diese Fieser-Yokai nicht trotzdem beibehalten werden, weil ich habe bei deren Kämpfen 1000 Erfahrungspunkte gemacht. Ich heule denen immer noch hinterher, diesen Erfahrungspunkten, ehrlich. Ich heule denen immer noch hinterher. Das waren 800 bis 1000 Erfahrungspunkte. Es kann doch nicht sein, dass die auf einmal weggelöscht sind oder halt nicht mehr da sind. Diese Fieser-Yokai, die mussten doch irgendwie noch da sein. Komm schon. Naja, komm, wir gucken mal, dass wir wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Muss mal ins Krämerviertel gehen. Und dort, wie gesagt, einkaufen. Aber erstmal hier ein bisschen in der Apotheke schnuppern. Meine lieben Brüdes, hi. Warte mal kurz, warum ist hier was getriggert? Warum kann man hier lang gehen? Oder warum ist da der Pfeil angezeigt? Wieso wird mir eine Quest für Blütenbühl angezeigt? Oder ist damit der König der Zikaden gemeint? Oder der König der Zicken? Kann sein. Boah. Naja, ist doch egal. So, ich habe jetzt gerade eben ein bisschen was verkauft beim Immerdar-Markt, bin dann quasi zum Heilungsladen gegangen, habe mir dort für, ich glaube, 300 Euro Medizin gekauft. Für die bittere Medizin, ey, ganz ehrlich, ich finde,
die Medizin ist viel zu teuer in diesem Spiel. Die ist viel zu teuer. Gerade wenn es um die bittere Medizin geht. Das ist doch viel zu teuer. Du zahlst doch 60 Euro für eine einzige Medizin. Das ist doch viel zu teuer, Mann. Wie soll man das denn bezahlen, wenn man davon irgendwie 5 Stück haben möchte? Ich finde, da hätte man nicht 60, sondern 30 für verlangen können. 30 Euro und 15 Euro für diese fiese Medizin. Und vielleicht 60 für so eine neue Art Medizin, die halt nicht ein Viertel oder die Hälfte auffüllt, sondern drei Viertel auffüllt. Das hätte doch Style gehabt. Das wäre doch schön gewesen, aber leider wurde das nicht getan. Also ich wünsche mir wirklich, dass im nächsten Spiel die Medizin günstiger wird, weil das ist wirklich, es ist echt zu teuer. Du zahlst dich da dumm und dämlich für dein hart erspartes Geld. Also ich finde, ich habe mir mein Geld hier hart erspart und verliere alles. So, das ist ziemlich hart. Warte mal kurz, bevor wir jetzt in den Kampf gehen. Wollte ich euch kurz mal was zeigen. Und zwar, ich habe hier so ein paar Angriffsalmamache bekommen. Würde ich jetzt ganz gerne investieren, bevor ich kämpfen gehe. Deswegen, hier, Attackenstufe wird erhöht. Und zwar würde ich sagen, geht das dann auf, auf Sky Sprite. Oder Sky Spider. Oder Sky Sprite. Es war Sky Sprite. Sky Spider. Ja, Mensch. Okay. Das wollte ich machen. So, jetzt sehen wir uns aber direkt beim Boss wieder. Bis gleich, Brüder und Schwestern. Hi. Da bin ich. Ja. 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 Ja, da bimst ich wieder. Hi. Ich, wow. Tut mir leid für diesen Ausfall gerade. Ich bin den mittleren Weg gegangen und von da aus kam er quasi hin und jetzt geht's gegen einen Boss und hi, was ist denn da drin? Oh, eine orangene Münze. So, und das ist quasi die dunkle Version von Captain Kutter. Ja. Ich will jetzt nicht vulgär werden, aber da fickt doch meine Mutter. Entschuldigung, das war, da kommt noch einer, der ziemlich stark aussieht. Nicht gut. Du brauchst meine expertenhafte Analyse. Einen Moment bitte. Whisper ist mit einem Mal so geschäftsmäßig. Ich bin soweit. Dann erzähl mal. Dieser Yokai sitzt sehr steif in seinem Boot, wie es scheint. Und wie hilft mir das weiter? Ich glaube, den können wir wirklich so schon besiegen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich guck mal. Ich werfe erstmal einen Abwehrtalisman bei Captain Karius, in den Graf Karius rein. Geh direkt zu ihm rüber. Und guck mal, wir müssen gucken, ob wir das hier gewinnen können, weil sonst, ich weiß wirklich gar nichts. Ich weiß es wirklich nicht, ob wir das hier schaffen. Die haben keine Ahnung. Ich weiß nur, der Karius-Schmerz kann bei diesem Boss Wunder wirken. Es macht schon mal ganz... Es hat jetzt nicht schlechten Schaden gemacht für den Anfang, muss ich sagen. Es war nicht schlecht. Wobei ich aber auch nicht weiß, ob er sich auch irgendwie aufheilen kann oder so. Das werden wir gleich alles sehen. Jetzt werde ich erstmal so schön ringsherum gucken, dass wir jede Ulti-Seal machen. Weil bisher hat er mir noch gar keinen Schaden gemacht, aber jetzt hat er angefangen. Jetzt hoffe ich mal, dass er den Captain Kutter auch angreift. Tut er. 150 Schaden, sehr schön. Jetzt werden wir mal kurz hier mit Shogunyan alle möglichen Fische besiegen, weil die machen schon wirklich, der Schaden von denen ist nicht schlecht. Und der Kampf besteht ja daraus quasi, dass diese Fische den Schaden mittragen. Das ist das, ne, muss man ganz klar sagen. Darum geht's ja hier. Deswegen muss man gucken, dass man so früh wie möglich sagt, okay, ich besiege diese Fische. Aber er macht wirklich sehr wenige Angriffe. Wollte ich gerade sagen. Jetzt gucken, dass unsere beiden Tapferbrüder hier nicht sterben. Komm, stirb, Fisch. Der Fruchtbarsch. Hat einen sehr schönen Wuchtarsch. Sehr wohl. So, du wirst direkt anvisiert. Wobei, ich glaube, die Attacke geht sowieso auf jeden dieser Gegner. Das heißt, mit Meister Nyadas
Schlauch können wir bestimmt das ein oder andere hier erledigen. Da gucken wir doch mal. Nutze den Schlauch, Bruders! Ja. Das heißt aber auch direkt hier mal wieder für eine Heilung sorgen. Mhm. Ich will jetzt auch nicht zu verschwenderisch sein, ne? Wir wollen mal gucken, so. Ja, hier, der Seth Rogen-Reisball. Ja, lecker. Hatte. So, und jetzt. Ja, zieh den raus, damit er direkt auch angegriffen werden kann. Sehr schön. Jetzt haben wir sobald. Also, was heißt sobald? Solange. Jetzt haben wir gerade für diesen Moment schon mal alles mäßige rotiert. Nicht trödeln, Schatten-Arto. Wir wissen, ich habe in einem Livestream dem guten Schatten-Arto Items gegeben, welche ihn quasi weniger trödeln lassen. Und was macht er gerade hier? Was macht er gerade hier? Was sehen Sie da? Richtig, der trödelt. Und wenn er trödelt, heilt er nicht. Und wenn er nicht heilt, sind wir im Arsch. Wir nutzen den Schlauchbonus. Na endlich, weißt du, dann macht er mal eine Heilung. Vielen Dank. Gerade dann, wenn es nötig ist. Schwein. Und ich sehe gerade, dass gleich Graf Karius Attacke fertig ist. Und da kommt was. Eine Kluge, wunderschön. Direkt wieder aufheilen. Okay. So, Tatzens Zorns von Shibanya wieder machen. Die gingen relativ schnell sogar wieder. Dann hoffen wir, dass die Fische jetzt so langsam hier abkratzen. Weil die mir halt schon echt ein bisschen auf den Sack gehen. Just in diesem Moment. Verreckt doch mal, Mann. So, und jetzt auch wieder vorsichtig sein und... Süße Reisknabberei. Ja, hier, für dich. So, Graf Karius. Sein Ulti ist schon lange wieder auf Trocken am Start. Und wenn ich auf Trocken am Start sage, meine ich, dass wir die jetzt erstmal an Land holen, diese Drecksfische. Weil die mir halt echt schon ein bisschen auf den Sock gehen, ja? Bon Appetit, mein Bruder. Er ist gleich schon bei der Hälfte, aber wir merken uns und wir sehen ja auch, vom Niveau her gehen die. Und ich glaube, die Fische werden immer krasser, die er beschwört, oder was? Das sieht mir gerade echt so aus. Okay, dann muss ich jetzt weiter so ein bisschen durchswitchen hier. Oh Gott. Stirb mir nicht weg, bitte. So, der Fisch von rechts ist erstmal weg. Schön. Und jetzt, ja, was mache ich jetzt? Schumbo-Parfait benutzen. Ich habe mir gerade eben ja ein Item gekauft, das sehr viele Life-Bars hätte. Der Doppelburger wird da bestimmt auch für zuständig sein. Ja, der ist schon mal ganz okay gewesen. Bon Appetit, mein Galabrudes. Jetzt könnte gleich unser erster Yokai sterben. Aber ihr seht, nach der Zeit gerade mal... Oh Gott, ja. Ja. Was klar gewesen ist. Aber ich meine, wenn Schatten-Arto gerade keinen Bock hat zu heilen, ne? Ich guck mal ganz schüchtern zu dir rüber, du Sau. Was machen wir jetzt? Wir müssen zu dieser Formation wieder greifen. Und da mir der gute... Weil dann sehr wichtig ist. Sollte also langsam auch mal gucken, dass er geheilt wird von... Hallo, Schatten-Arto, bitte auch mal Shibanyan heilen, ja? Aber ich muss es selber machen. Alles musst du ja selber machen, Bitch! Ist doch nicht normal hier, Bitch! Schwein, du! Komm, direkt...
Ich glaube, der Fisch gerade eben ist abgekratzt, oder? Kann das sein? Ja, holt sich jetzt aber gerade direkt den nächsten. Also, das muss ich sagen, ist echt krass, wie er sich direkt die nächsten Fische angelt, ne? Die halten nicht mal wenig aus, ne? Der hat jetzt 400 Lebenspunkte, der Fisch, oder so in der Art. Weil wir haben ihm echt nicht viel abgezogen gerade. So, jetzt direkt mal die bittere Medizin oder die... Ich mach mal die fiese. Wir wollen jetzt nicht mal verschwenderisch sein, ne? Es geht uns gerade live-mäßig ganz okay. Es geht uns ganz gut. Und das nächste Item geht auch für, Shogunyan drauf. Ein großer Alkohol, ja. Mein kleiner Bruder ist. Wichtige Heilung. Leck mich. Der grüne halt anscheinend, ja. Der rote gibt anscheinend Angriff ab oder so eine Kacke, ja. Okay, hammerhart. Dazu sage ich nur eins. Leck mich! Aber der Kampf ist machbarer als der letzte. Fällt das nur mir auf oder wie sehe ich das hier? Ganz ehrlich? Ein großer, was geht ab? Und ist jetzt gerade drei. Nein. Du machst jetzt. Das machst du jetzt nicht. Schatten, also ich bitte dich, brich seine Ultiseele ab. Oh fuck, die wird mich gleich so töten wahrscheinlich. Fährmann-Lied. Ach du Kacke. Harte Attacke. Harte Attacke. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. Aber der hat natürlich seine Fische verloren. Und Graf Karius. Ein großer, was geht ab hier? Und Graf Karius, Ulti ist auch wieder bereit. Jetzt direkt wieder ein Item benutzen, um Shibanyan zu heilen. Ah, ne, komm, ich habe gerade eben noch was gekauft hier. Genau, das hier ist nämlich ganz gut. Dann wechseln wir wieder aus. Muss auch gleich eigentlich CLPs und diese fertig sein. Aber auch Schatten-Artos. Das ist ja auch ganz gut. Dass beide Fische wieder sind. Also wir kriegen beide Fische auf die Fräsen. Das ist nice HD. Und ansonsten jetzt auch wieder... Ich muss wieder Shibanyan aufheilen. Wie ihr sehen könnt. Das ist ja wichtig jetzt wieder für die Tatzen des Zorns. Ich würde ja sagen, für die Bosskämpfe, okay, nutzen wir dann, keine Ahnung. Sieg, aber ich möchte dann wirklich schon auf Meere gehen. Auch gerade bei Captain Kutzer ist es ja wichtig, die Tatzen des Zorns mitzunehmen. Das ist bei ihm wirklich nice HD, wenn das dann, passiert, ja. Aber es ist wirklich ein langer, aber machbarer Kampf. Ich habe bisher nur eine Medizin benutzt. Und solche Kämpfe hier sind gut. Sind nicht zu hart, aber auch nicht zu leicht. Und das predige ich ja immer wieder. Wenn es halt so unfair wird, dass du ständig nur die Items droppst und droppst und droppst. Und irgendwann ist der Drops gelutscht. Ein großer Bruder ist ja was wieder wie. Okay, das wird wieder wichtiger Schaden sein durch die zwei Ultis, die wir jetzt gerade haben. Danach können wir auch direkt wieder zu Meister Nyada wechseln. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die mächtige Medizin hier nicht einsetzen. Es sei denn, der ändert sich jetzt nochmal auf 180 oder so, aber dem ist nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt gleich auf die Kacke hauen wird. Glaube ich nicht dran. So. Das sollte es eigentlich so gut wie gewesen sein. Weil jetzt kommen nochmal die Tatzen des Zorns. Heilige Scheiße, sind die schnell aufgefüllt. Oh mein Gott. Er nutzt den Schlauch. Was geht ab? Wunderschön. Wirklich fairer Kampf. Macht Spaß. Ist hart. Und das ist das Wichtige hierbei. Jetzt reicht's, Brunis! Und bye. Gut! Hat Spaß gemacht. Hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war gut. Das war sehr, sehr gut.
11.400 durch das, allein durch diese, ihr wisst es, ne? Wir haben diese 11.000 Erfahrungspunkte allein dadurch bekommen, dass wir gerade eben diese Sphäre gedroppt haben und aufgehoben haben. Die halt, was heißt aufgehoben? Angetatcht haben, die in der Luft rumgeflogen ist. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Okay, das endlose Inferno ist damit erledigt auf Stufe 3, auf dem dritten Kreis. Und es gibt hier natürlich keine Heilstation oder so. Aber ich glaube, es ist ein stärkerer Yokai, oder? Nee. Und gönnt euch, wir sind jetzt gerade so stark, dass sogar Schirmschelm vor uns abhaut oder halt, dass er uns meidet. Das ist das, was ich erreichen wollte. Nur ich frage mich so, warum ist hier keine Heilstation? Warum kann man denn hier nicht schnell genug wieder nach draußen kommen? Weil es scheint nicht zu funktionieren, oder? Gönnt euch. Na, hier ist jedenfalls eine Truhe. Die nehmen wir mit. Und ansonsten, hier ist direkt der nächste Yokai. Und das ist wer? Wer ist das? Wer ist das denn? Kenn ich den? Ist das der Riese aus diesem, warte mal kurz. Ich kenne so einen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich ist. Ob es der ist, den ich denke, dass er das ist. Es gab ja mal hier bei dem, bei der Baustelle. Ja? Da gab es ja früher mal... Was ist denn das für ein großer Raum? Da gab es ja früher mal, einen Endboss. Da gab es auch Viptor und so. Ich glaube, da tauchte QB auch zum ersten Mal. Und, ja, da ist QB aufgetaucht. Riesenkluge, gut. Und er hat uns irgendwie vor diesem Monster beschützt. Ich weiß nicht, ob er das ist, aber mal gucken. Dann dürfte es aber trotzdem wieder ein Boss sein, den wir immer zuschlagen können, wie es uns passt und so. Und es dürfte auch, glaube ich, kein Gegner sein und auch kein Boss sein, der seine Schergen ruft. Ich glaube, der kämpft ganz alleine. Ich meine jedenfalls, dass es dieser Boss ist. Mir fällt der Name von dem nicht ein, aber der war früher auf der Baustelle der Boss bei Yo-Kai Watch 1. Das ist mir, glaube ich, noch im Kopf geblieben. Wenn er das wirklich ist, ich habe keine Ahnung. Naja, jedenfalls, der Part ist wirklich lang genug. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Wir haben heute wirklich einen guten Kampf abgeliefert gegen den guten... wie hieß der eigentlich? Ich habe auf den Namen gar nicht geachtet. Also Captain Kenta ist sein wahrer Name, nur sein Dunkelname habe ich jetzt nicht bekommen. Naja, ihr seht es auf jeden Fall im Titel. Und auf dem Thumbnail seht ihr ihn auch. Das wäre es. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Insofern ihr ein Abo dagelassen habt. Wenn ihr es nicht schon getan habt. Das habt ihr. Da bin ich mir sicher. Haut rein. Ciao.